Willkommen in der Normandie. Diesmal abends in Trouville. Die Sonne ist gerade untergegangen über Meer und das sah absolut mega fantastisch aus. Und jetzt bin ich wieder zurückgelaufen nach Trouville hinein. Hier sieht man das schöne Casino. Und da es schon dunkel ist, glitzert es jetzt auch schon ein bisschen. Und das Casino liegt genau gegenüber von dem Hafenbecken. Aber erst möchte ich euch noch eine Statue zeigen von jemandem ziemlich Bekannten, in Frankreich zumindest. Und zwar ist das, hier sieht man nur seine Füße, Gustave Flaubert. Er ist in Rouen geboren worden und schrieb das Werk Madame Bovary. Und er kam immer wieder, jetzt zeigen wir den Mann mal ganz, immer wieder nach Trouville. Und er hat sich verliebt in eine Dame hier, habe ich heute gehört. Voilà. Und dann gehen wir mal zum Hafenbecken. Ich habe heute was sehr Tolles und sehr Praktisches entdeckt. Und zwar, man fragt sich, wie man von Deauville nach Trouville kommen kann. Einmal gibt es dort die Brücke. Hinten, jetzt gerade nicht im Bild zu sehen. Und sonst bei Ebbe die Möglichkeit, über so einen kleinen Gehweg zu gehen. Okay, wie man sieht, ich komme da heute noch nicht rüber. Da müsste ich noch ein bisschen warten. Aber das ist total genial. Da hinten der Stellplatz für die Wohnmobile. Ja, und weiter hinten im Bild sieht man schon Deauville. Und am Tag kann man sonst auch hier rüberkommen, und zwar mit einer kleinen Fähre. Also eine Riesenschiffsfahrt sozusagen. Das ist die Barque de Trouville-Deauville. Und wie man sieht, kostet eine Fahrt nur 1 €. Wo kriegt man schon eine kleine Kreuzfahrt für 1 €? Und ist das nicht herrlich heute am Abend? Das Wasser rauscht, die Lichter glitzern im Wasser. Und auch die Stadt leuchtet schon. Und da ist sie wieder, die Poissonnerie. Die Fischhalle von Trouville, die 2006, wie gesagt, abgebrannt ist. Das hatte ich in einem anderen Video mal erklärt. Und jetzt neu aufgebaut wurde und voraussichtlich jetzt diesen Sommer 2011 festlich eingeweiht wird. In diesem Sinne, bonne nuit, à la prochaine.